So, herzlich willkommen zum zweiten Video. Wir stellen jetzt den Realtone 18er vor. Lautstärkemäßig habe ich diesen Verstärker auch schon in Proberäumen gehört. Das sollte für 99% aller Player für Clubs, Kneipen und Co. vollkommen ausreichen. Klingt insgesamt, wie ich persönlich finde, im Vergleich zu einem großen Preisstarter ein bisschen cremiger und ist etwas leichter zu spielen halt. Aber Andreas kennt den Verstärker natürlich viel besser in- und auswendig und kann es dann noch mehr zu erzählen. Ja, dabei handelt es sich jetzt im Prinzip um ein einkanaliges Modell, auch relativ spartanisch aufgebaut, wobei im Gegensatz zum Preisschlader dieser Amp einen Mittenregler zusätzlich hat, zusätzlich einen eingebauten Federhall, einen Cut-Regler. Ja, damit kann man dann vielleicht die Sache ein bisschen vielseitiger abstimmen. So, dann können wir ja vielleicht noch was hören. Es wird sich wohl um Tube Reverb handeln, richtig? Das ist ein reinreißiger Federhall, angetrieben mit Röhr. Das hört man natürlich auch. Mit dem Cut-Regler kann man diese schlimmen Brillanzen noch ein bisschen entschärfen. Zu hören, bei so rockigen Einstellungen auch gerne mal wieder auf Booster reagiert, wäre auch nochmal schön zu hören dann. Ja, mit der LS Born oder so. Das wäre cool. Das klingt gut.
Info für den Zuhörer, ist ja schwer einzuschätzen. Das war jetzt durchaus eine Lautstärke, die nicht die Ehefrau aus dem Zimmer treibt. Super, dann haben wir die ersten beiden Realtones gehört und wir sehen uns im nächsten Video wieder.